Yo, was geht da? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir verlassen gerade das Hotel. Es ist 8:30. Wir sind seit 6:30 wach. Und werden jetzt erstmal frühstücken gehen. Das Wetter ist noch nicht so Bombe, aber es regnet nicht. Von daher ist alles entspannt. Ja, und heute haben wir den ganzen Tag in Las Vegas. Aber da vorne wird es schon ein bisschen besser. Ja. Es soll auch heute generell, es soll später ein bisschen besser dann werden, von daher alles easy. Und jetzt gehen wir erstmal frühstücken, weil wir haben in dem Hotel kein Frühstück, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil... Ja, eben, weil dann können wir auch mal ein paar geile Frühstücksläden abklappern. Wir haben nämlich was ganz Cooles im Internet gesehen, was direkt hier vorne sein soll an unserem Hotel. Schauen wir mal, ja wahrscheinlich, ne? Ah ja, Tatsache, hier vorne ist es, da das Haus. Ja, und das sah ganz gut aus im Internet, deswegen gehen wir da jetzt frühstücken. Und endlich mal wieder was Herzhaftes. Ja, außer Frischkäse. Ja, und dann gehen wir ins Hotel, machen uns fertig und dann geht's los. Las Vegas erkunden. Las Vegas. Und, könnt ihr es glauben, ich habe nicht meine Axt an. Laura und ich haben dieselben Schuhe an. Das sind die, wovon wir gestern im Vlog erzählt haben. Reebok. Die wir uns gekauft haben, die Reeboks. Die sind richtig geil aus und die sind so bequem. Ja. Die sind mega geil. Ich will die dann nämlich zu Hause fürs Training benutzen. Aber ich dachte mir gerade so, ach, die Axt brauchen auch mal einen Tag Pause. Also, ja. 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 Und jetzt gehen wir da rein frühstücken. Yo. Das erste, was ich sehe, ist das richtige Grape Jelly von Smuckers. Mega geil. Heute ist nicht so. Samstag, oder? Doch. Ja, also das gibt's nur hier. Montag. Ja, schade. Aber ja. Nur dieses Everyday Breakfast, das schauen wir nicht. Ja, schauen wir mal. Die Karte sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Wir haben die gerade schon im Internet abgecheckt. Mal sehen. Ja, gönnt euch das mal. Laura hat Toast. Und ich habe Eggs Benedict und wir haben beide mit Fruchtbeilage. Yummy, yummy. Hello. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Ich weiß, wie hübsch Melissa heute ist. Also sie ist immer hübsch, aber heute hat sie sich Locken gemacht. Und so zu ihrem Jubiläum. Ja, also wir machen uns jetzt auf den Weg zum Las Vegas Strip. Und ich habe heute Jubiläum. YouTube-Jubiläum. Heute, vor 5 Jahren, habe ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen. Mega krass. Das Video? Nee, das war aber auch ein Haar-Tutorial, aber ein Waterfall-Braid. Ah ja. Tutorial. Ich erinnere mich. Ja, das Dutt-Video kam erst irgendwann später. Ja, also ich habe heute Jubiläum. Happy Birthday to myself. Happy Birthday. Happy Birthday. Ja. Genau. Und ist das ein bisschen windig? Ja, sonnig ist es noch nicht. Oh, doch, ein bisschen von Sonne. Ja, ein bisschen, aber noch nicht so krass. Aber es ist auch nicht, ja. Es ist auch nicht kalt oder so, also alles ganz entspannt. Ja, und jetzt machen wir mal Las Vegas unsicher, wohl? Yes, mit unseren Reeboks. Ja, wir beide hier im Partnerlook an der Fiese. Yes, yes. Danke für die musikalische Untermalung. Wir laufen jetzt nach New York. Das ist nämlich hier fußläufig erreichbar. Hehe. Das ist der. Huch, sorry. Der Strip. Auf welcher Seite möchtest du laufen? Wollen wir nicht erstmal dahin gehen? Ja, okay. Das ist ja der Hirschesladen und so. Hallo. Ja, und hier sind wir jetzt. Und ich hoffe, wir gehen jetzt in diesen Hirschesladen rein. Hehe. Komm! Komm!
Ja, da rein. Es nervt, dass ich ein bisschen krank bin. Ja, tolle Automatik-Door. Geil. Oh, ich sterbe. Hershey's. Oh, geil. Boah, krass. Gönnt euch das einfach mal. Das ist Las Vegas. Halleluja. Was? Das ist so typisch mit diesem Teppich. Ja. Ja, stimmt. Krass. Von Vanessa, was haben wir denn? Die Hauptattraktion in Las Vegas. Welchen nimmst du denn? Ja. Las Vegas. Schon ein kleines Paradies hier. Oh ja, krass. Boah. Voll geil. Ob man das essen kann, wenn es runtergebrannt ist? Wer weiß. Wer weiß. Geil. Me. Guck mal. Hä? Ja. Krass. Und dann fährt hier einfach oben die Achterbahn durch. Krasser Scheiß. Verrückt. Wir gehen jetzt übrigens von New York über eine riesige Cola-Flasche nach Hollywood zu Paris. Ja. Schaffen wir. So, also wir laufen jetzt erst nach Hollywood und dann nach Paris. Man kennt es. Fragt sich, warum wir vorher in Los Angeles waren, wenn hier auch Hollywood ist, nicht wahr? Laura hat geklaut. Nein, Spaß. Hier gibt es einfach diese ganzen Cola-Gläser. Mega cool, ja, wir sind gerade. Wir können auch was klauen. Wir sind gerade im Cola-Store. Cool. Und wir wollten mal gucken, ob es hier fancy Cola-Sorten gibt zum Probieren. Das wäre nämlich geil. Oh, guck mal. Cola California Raspberry und Georgia Peach. Geil. So, wir waren jetzt im Cola-Laden und wir haben uns die California Raspberry Flavored Cola geholt. Und die werden wir jetzt mal tryen. Okay, probiere. Okay. Hier, your receipt. Danke. Und? Geil. Ja? Try it. Ist lecker. Ja. Ne? Schmeckt ein bisschen wie Wackelpudding. Ne, was? Geht so. Ist gut. Oha. Oh, guck mal da. Ein Crocodile. Hello, Crocodile. Wie geil das hier aussieht. Ja, das dann. They don't have my name. Oh, die Vanessa Lane. Gibt's auch die Laura. The Laura Way. Laura Way. So sieht jetzt gerade unser Blick aus. Wir waren jetzt gerade da drin. Dann ist hier vorne rechts Paris. Dann die Straße geradeaus ist das Caesars Palace. Und wir gehen jetzt mal weiter nach hier. Aber was ist hier? Das sieht hier so schön aus. Wenn man hier so runterguckt, dann einfach zwischen den beiden Straßen diese ganzen Palmen und so sind und so grün und alles. Das sieht echt geil aus. Und schwupps, schon sind wir in Paris. So schnell kann's gehen. Oha, was ist denn hier los? Hier steht einfach ein Schuh. Und das hier?
Boah, das sieht ja fancy aus. Halleluja. Krasser Scheiß. Tada! Wir haben ein Wasser gefunden. Aber leider gerade ohne Fontänen. Sieht trotzdem voll schön aus. Ich würde da voll gerne drin schwimmen gehen. Aber ich glaube, das ist nicht possible. Okay. Dass ich hier drin schwimmen gehe. Schön aus. Ja, ne, deswegen ja. Mega schön ist. Ja, der sieht fast genauso aus. Da ist das Caesars, da ist das Bellagio. Und hinter uns ist der Eiffelturm, man kennt es. Und ein Ballon. Oh ja, und der Aquarium, tatsächlich. Crazy. Geil. Standing in a glass bowl at the end of a black hole, collapsed and upside down. Faces rolling past me, all my memories rolling vastly. I got you. Oh, er umarmt nicht zurück. Schade, ja? Ja, Laura geht hier erstmal shoppen in den ganzen Läden. Wie lustig das ist. Das könnte auch von Primark sein. True story. Tiffany. Toiletten. Das sieht oben voll schön aus, alles. Kaufst du mir unseren Ehering, wenn wir hier noch heiraten wollen, jetzt bei Tiffany? Los, geh rein. Okay, tschüss. Aber einen schönen, ja? Ja, den würde ich zum Beispiel nehmen. Schön. Kaufst du mir den? Klar. Los. Bitch, better have my money. Hier hat man einfach dieses komplette, krasse, herbe Leben in Las Vegas und dann macht man einfach so, zack, Berge und komplette Wüste und einfach gar nichts. Und wisst ihr, dass es voll windig ist und ihr wahrscheinlich nichts vom Wind hört, weil ich diesen Puschel auf dem Mikro hab? Geil oder geil? Geil. Krass, sieht schon schön aus. Oh, hier ist Hell's Kitchen. Oh Gott, Ramsay. Wuhu. Das hier ist aber nicht so italienisch. Ach, da ist es doch.
So weit ist es gar nicht. Oh jo. Da wollen wir nämlich hin, ins Venetian Hotel, weil da ist es italienisch und da sind Gondeln. Und da wir ja hier eh durch alle Städte und Kontinente laufen, können wir auch eben noch mal rüber nach Venedig flitzen. Woll? Hier ist das Flamingo. Flamingo. Krass verrückt, wie das hier alles aussieht. Ja. Ja, das ist einfach so ein riesen Vergnügungspark. Ja. Ja, ehrlich. Und überall machen die Werbung mit, dass man hier lachen kann. Love here. You can love here. Juhu. Klasse. Heute Abend. Das ist mir gerade ein bisschen zu voll. Hilfe! Wer kennt White Castle aus Harold und Kumar? Und wir gehen hier. Wir können, glaube ich, auch hier rein, Laura. Weil wir Cinnabon. Ah, Halleluja! 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 Darf ich das sagen? Zeig mir das Baby. Baby. Ja. Halleluja. 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 Geil. Oh, ich hab's vermisst. Om nom nom. Oh ja. Oh, da ist das Wasser. Könnt ihr sehen? Das Wasser sieht so schön aus. Guck mal, wie schön. Kann man Gondeln fahren? Okay. Oh, stimmt. Wollen wir rein? Dahin? Ja, deswegen, weiter. Die fahren einfach die ganze Zeit so Rolltreppen und die fahren einfach so. So. Crazy. Crazy. Drin. Aber wir können jetzt hier einmal runtergehen. Da. Auf keinen Fall. Downstairs. Schöne Schuhe. Danke. Meine sind nur ungefähr 15 Größen größer. Das stimmt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für eine Schuhgröße habt. Ich habe 36, 37 und du? 40, 41. Tschüss! Und noch 42. Tschüss! Richtig krass, wie das hier aussieht. Verrückt! Halleluja! Warum sind wir denn nicht in dem Hotel eigentlich? Hast du dein Bikini dabei? Können wir doch da mal raus in den Pool. Wir laufen gerade durch das Venetian Hotel. Da haben wir uns ein bisschen verlaufen und versuchen jetzt irgendwie wieder dahin zu kommen, wo wir im Prinzip auch hin dürfen. Erfolglos. Ja, können wir Päuschen machen. Pooldeck auf Level 4. Wer will jetzt zum Pool? Nee, hier ist Elevators to 1 bis 16. 1 ist ja schon mal das Niedrigste. Oh, crazy shit. Guckt euch das mal an, wie schön es heute draußen ist. Spaß, wir sind drin. Hä? Wir sind immer noch in diesem Hotel. Und schaut mal hier. Hier ist einfach ein Fluss und da fahren Gondeln. Bist du da? Guckt euch das an, ist das verrückt oder ist das verrückt? Im Hotel. Das ist kein echter Himmel, das ist eine Decke. Völlig verrückt. Hier gibt es einfach so eine Oxygen-Bar, wo man einfach so... Die haben so diese Dinger in der Nase, wie in einem Krankenhaus. Seht ihr das? Wo man so Sauerstoff einatmet. Habt ihr das schon mal gesehen in eurem Leben? Vollkommen verrückt. Also ich würde jetzt mal gerade behaupten, dass wir gerade auf dem Markusplatz sind. Ja. Stimmst du mir zu? Völlig mega, mega. Total crazy, ey, wirklich. Da kommen sie wieder mit ihren Gondelsens.
Krasser Scheiß. Das ist so crazy. Gott, dieser Laden sieht einfach so herbe aus. Fact. Boah, es riecht echt geil hier drin. Krass. Hammer. Oh Gott, der ist doch nicht echt, oder? Ne, ich wollte schon sagen, oh Gott. Look, we are breathing. Ja, deswegen, ja. Ich dachte schon. Halleluja. Oh, fuck. Hast du schon Lust auf ein bisschen Wein? Ja, gönn dir. Ja, hol ich mir, wenn bei Tage oder so. Kannst du dir auch Tennisbälle holen? Ja. Ein Erdmännchen! Ich liebe Erdmännchen. Erdmännchen sind meine Lieblingstiere. Tschüss. Wir haben es wieder rausgeschafft und das ist jetzt wirklich der echte Himmel. Mit richtiger Sonne. Aber trotzdem Fake-Gondeln und Fake-Venedig. Ja, das ist echt geil. Also ihr müsst auf jeden Fall in dieses Hotel und dann da runter, wo die ganzen Shops und alles sind. Das ist echt mega. Und da sind wir eben rübergelaufen. Und da, diese Brücke, sind einfach Rolltreppen. Also das sind nicht mal Treppen, einfach so ein Laufband. Aber die gehen einfach so, so. Ohne dass man sich bewegt. Crazy, über die Seufzerbrücke. Mann, jetzt laufen wir mal wieder zurück. Hello. Wir haben uns jetzt gerade an den Pool gechillt. Wir sind übrigens jetzt wieder kurz im Hotel. Ey, wir sind so lang gelaufen. Wir sind richtig im Arsch und uns tun mega die Füße weh. Laura schießt gerade hier durch die Gegend. Jetzt haben wir uns am Pool gelegt, aber irgendwie ist es gerade mega windig. Wodurch es ziemlich kalt ist, obwohl es eigentlich richtig warm ist. Aber der Wind macht es gerade mega kalt. Ja, aber seht ihr da die Sonne? So schön. Nix. Nein. Ja, mal sehen, ob wir jetzt noch ein bisschen aufheizen. Oder nicht. Mal sehen. Auf jeden Fall ist es richtig schön. So, unser Ausflug zum Pool war relativ kurz. Hast du das schon erzählt? Nee, ein kurzes Intermezzo. Ich glaube, wir lagen keine 10 Minuten da. Es war viel zu kalt. Der Wind war echt kalt. Ja. Ja. Und jetzt haben wir uns in Helge gesetzt und... Ist da jetzt schon ein Balken in die Richtung? Und fahren einfach ein bisschen durch. Einfach, weil wir Helge vermisst haben. Ja, und er uns. Ja, und wir wollen halt jetzt noch ein bisschen was sehen. Ja. Deswegen dachten wir, wir fahren jetzt einfach mal freischnauze durch die Gegend. Überlegen, das ist Riesenrad. Mhm. Überlegen, wo wir gleich essen gehen. Ich meine, wir waren ja jetzt auch den ganzen Tag unterwegs, also wir haben jetzt komplett den ganzen Strip abgeklappert und... Naja, komplett den ganzen nicht. Naja, was fehlt denn da noch? Ja, da kam schon noch... Der ist schon relativ lang, aber da kommt halt nichts mehr. Ja, also halt das Wichtige vom Strip. So, da wo halt alles ist, das haben wir alles abgeklappert. 12 Kilometer sind wir gelaufen. Ja. Ja, und jetzt fahren wir halt noch ein bisschen. Das, was halt nicht mehr so fußläufig zu erreichen ist. Fahren wir halt jetzt mal ein bisschen ab und gucken, was wir da noch so entdecken oder vielleicht finden. Einen schönen Sonnenuntergang. Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht sehen wir irgendwo gleich einen schönen Sonnenuntergang. Ja. Auf jeden Fall ist die Sonne am Start. Ich kann auch nicht sehen, was ich filme. Nicht. Ja. Okay, bis später. Da ist das Venetian. Da waren wir vorhin drin. Da haben wir uns 37 Mal verlaufen. Ja, gefühlt. Und jetzt fahren wir hier noch weiter geradeaus. Mal gucken, was hier noch kommt. Bis hier sind wir nur gelaufen. Ja, bis hier sind wir gelaufen. Schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet. Uiuiui. Palazzo. Palazzo. Danke. Für die Antwort. Palazzo. Da ist das Kolosseum. Wir sind mal wieder in Rom. Und im Stau. Ja, das ist aber auch nicht von unten. Ja. So, wir sind jetzt wieder im Hotel. Wir haben uns jetzt noch Essen geholt bei California Pizza Kitchen. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Und ich werde jetzt den Vlog schon mal beenden, weil nichts mehr passieren wird heute. Dann sehen wir uns morgen. Macht's gut. Gute Nacht. Bye-bye.